Hallo zusammen, einen schönen Tag noch. Hier kommt der Hauptinhalt, der auf meinem Kanal ausgestrahlt wird. Cheyenne Ochsenknecht, Freund Ninjo hatte Angst vor Jimmy Blue Ochsenknecht. Oha, da hat ihnen Jimmy Blue Ochsenknecht einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Cheyenne Ochsenknechts Freund Ninjo war das nicht ganz geheuer. Für Cheyenne Ochsenknechts Freund Ninjo war es wohl nicht ganz so einfach, sich in der Familie Ochsenknecht einzuleben. Besonders einer macht dem Landwirten direkt zu Beginn eine klare Ansage. Cheyennes Bruder Jimmy Blue Ochsenknecht jagte Ninjo damit, wie nun herauskam, so eine Angst ein, dass er sich sogar in der Ankleide einsperrte. Die ganze Geschichte kam jetzt ans Licht. Cheyenne Ochsenknecht Jimmy hatte sehr viele Vorurteile gegenüber Ninjo. Als großer Bruder nahm Jimmy Blue Ochsenknecht seine Beschützerrolle sehr ernst, den neuen Freund von seiner Schwester Cheyenne ging. Gegenüber der Bunden berichtet Cheyenne nun, dass Timmy ihrem mittlerweile verlobten Ninjo gegenüber sehr misstrauisch war. Besonders da seine kleine Schwester bereits ein-, zweimal ins Klo gegriffen habe, stellt Timmy jetzt klar, man kennt die ganzen Typen, die die Mädels verarschen. Ich war selbst so einer, deswegen weiß ich genau, wovon ich spreche. Man möchte die Schwester einfach nur beschützen. Doch einen Satz des wilde Kerle-Stars konnte Ninjo wohl nie vergessen. Ich weiß noch, als wir so Späße gemacht haben, dass Cheyenne schwanger ist. Da hat er gesagt, ein Ninjo, wenn sie schwanger ist, hau ich dir aufs Maul. Als es dann wirklich soweit war und Cheyenne tatsächlich mit Baby Maybe schwanger wurde, befürchteten beide wohl, dass Timmy seine Drohung wahr machen würde. Kurz vor der Verkündung der Baby News war Ninjo so besorgt, dass er den Bruder seiner Freundin nicht einmal gegenübertreten konnte. Jimmy erinnert sich, er ist in die Ankleidekleide gerannt und hat sich eingesperrt, weil er Angst hatte. Die hatten Angst vor mir, weil ich irgendwann mal aus Spaß gesagt habe, dass wenn Ninjo Cheyenne schwängert, er eine reinbekommt. Das ist mein Humor, den ich am Anfang mache, wenn Cheyenne einen Freund nach Hause bringt, damit er erstmal ein bisschen Angst hat. Doch seine Angst war wohl vollkommen unbegründet, denn Jimmy reagierte natürlich locker und entspannt und gratulierte den werdenden Eltern sogar. Mittlerweile ist Ninjo sowieso ein fester Bestandteil der Ochsenknecht-Familie und auch Jimmy muss zugeben, Ninjo ist natürlich auch ein Guter, da hat sie auch Glück gehabt. Die beiden Männer verstehen sich sogar so gut, dass sie gemeinsam ohne Cheyenne bereits im Urlaub waren. Da scheint wohl jegliche Angst verflogen zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte abonnieren und folgen Sie, um die neuesten Informationen zu erhalten.